Ich heiße Christiane Middendorf, bin freischaffende Künstlerin und lebe und arbeite hier in Essen und finde es schön, dass ihr mich hier besucht und ein bisschen über mich und meine Arbeit zeigen wollt. In der Hauptsache geht es bei mir um Farben. Farbe an sich, das Material an sich und Farben in all ihren Facetten. Mal liegen Farben kontrastreich nebeneinander, mal laufen sie ineinander und die Brüche, die dabei entstehen, die man in den Bildern auch gut nachvollziehen kann, sind das, wo der Betrachter sich damit auseinandersetzen kann. Also ich selber setze mich ja hauptsächlich mit der abstrakten Malerei auseinander. Und die Abstraktion ist zum einen Freiraum ohne Ende. Das ist aber auch gleichzeitig meine Schwierigkeit. Ich kann mich an keinerlei Objekten orientieren. Ich habe keine Landschaft, ich habe kein Porträt, ich habe keine Vase. Dieser Freiraum ist wunderbar, zwingt mich aber auch dazu, mich selbst zu reglementieren und diesen Freiraum einzugrenzen, damit ich ihn überhaupt begehbar mache für mich. Und dieses Nutzen von Freiraum, eingrenzen auf den Raum, den ich am jeweiligen Tag, in der jeweiligen Stunde bearbeiten kann, das ist für mich dieses Spannende. Und wenn ich dann gucke, klappt ein Bild heute, kann ich wirklich das umsetzen, was ich im Kopf habe, sind die Farben wirklich heute für mich, die Farben, die ich bearbeiten möchte. Ja, diesen Freiraum zu nutzen, finde ich für mich spannend. Ich habe ja gerade davon gesprochen, dass ich diesen Freiraum nutze, indem ich ihn eingrenze. Für mich persönlich, an dem Arbeitstag, wenn ich beginne. Eingrenzen heißt an der Stelle für mich, dass ich mich in Farbe, Form und Bildaufbau eingrenze. Und an diesen drei oder vier Sachen möchte ich mich dann auch an diesem Tag abarbeiten. Das ist so diese Grenze, die ich mir setze. Ich zwinge mich dazu, mich bei meinem Thema, dass ich bei meinem Thema bleibe und mich daran abarbeite. So kann ich diesen eingegrenzten Raum dieser abstrakten Malerei für mich identifizieren. Das heißt, Farben liegen morgens fest. Die Idee, wie die sich auf dem Bild verteilen sollen, an welchen Stellen sie gehalten werden, dass sie nicht rechts oder links ausdriften, das liegt sicherlich fest. Der erste Malakt ist dann relativ informell und intuitiv und das Gedankliche und Ausgearbeitete kommt dann erst in der zweiten, dritten oder vierten Schicht. Ich werde oft danach gefragt, wie meine Bildtitel zustande kommen. Ich finde es persönlich nicht so wichtig, das zu wissen. Weil das eigentlich das Einzige ist, was mir an dem Bild gehört. Es ist sicherlich problematisch, wenn man als Kunsthistoriker bemüht ist, den Bildtitel im Bild wiederzufinden als Inhalt. Aber das ist nicht mein Problem. Es ist für mich wichtig, dass ich es wiederfinde, aus meiner Situation heraus, wenn ich den Titel vergeben habe. Und der Betrachter sollte sich eigentlich davon lösen. Natürlich sage ich was zu dem Bildtitel und auch, was er im Bild vielleicht für mich bedeutet. Aber spannender finde ich es, wenn der Betrachter den Blick nicht so sehr aufs kleine Schild unten rechts wendet, sondern sich das Bild anguckt und sich den Titel, wenn er ihn denn braucht, selber sucht. Es gibt einige, die mich anschreiben und nachfragen, ob ich Malkurse gebe. Malkurse ist ein großer Begriff. Malkurse in dem Sinne gebe ich so nicht. Es sind individuelle Tage, die man mit mir verbringen kann. Und an diesen Tagen bin ich auch bereit, meine Technik zu zeigen. Anhand von vorher ausgewählten Bildern kann diejenige oder derjenige sich dann mit dieser Technik auseinandersetzen. Und in ein oder zwei Tagen entstehen dann auch 4 bis 6 Bilder, die er dann mit nach Hause nehmen kann und in dieser gemalten Technik auch hängen kann. Es ist sehr individuell abgestimmt auf den jeweiligen, der mich danach fragt. Es wird nicht vorausgesetzt, dass man malen kann, in Anführungszeichen. Es ist eher die Idee, die Technik zu vermitteln, zu zeigen, wie ich handwerklich mit der Materie, Spachtel, Pinsel umgehe. Und wer sich dafür interessiert, dem zeige ich es dann auch gerne.